Dieses Spiel ist total absurd. Mal lässt es mich meine Maus wiederholen, mal nicht. Hallo Benga. Balthasar, der Schafhirte, darf nicht auf deine Weide. Ach so, die Geschichte. Ich habe ihm erzählt, Seekopp soll mir Geld bezahlen, wenn er die Schafe auf meine Weide führt. Wenn ich ehrlich bin, ist das nur Schikane. Ich kann Balthasar einfach nicht leiden. Wow. Wow, wow, wow. Du bist einfach nur ein Arschloch. Das ist auch interessant zu wissen. Hallo, Malak. Nom, 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 nom. Ich war schon beim Pass. Was machst du hier? Ich bin nur Schafhirte. Es ist nicht gerade eine Arbeit, bei der ich mich kaputt mache. Aber zuweilen muss man ganz schön aufpassen. Erst recht, wenn man dem Pass zu nahe kommt. Was weißt du über den Pass? Nicht viel. Nur, dass er zum alten Minental führt, das bis vor ein paar Wochen noch von der Barriere umschlossen war. Damals war die monatliche Karawane, die alle möglichen Güter ins Minental brachte, das Einzige, was wir Bauern zu fürchten hatten. Diese Halsabschneider haben uns hier draußen oftmals ganz schön zugesetzt. Okay. Was erzählt man sich über das Minental? Alles Mögliche. Nachts wollen einige der Jungs Schreie von dort gehört haben. Manche haben seltsame Lichter über den Bergen gesehen. Aber wenn du mich fragst, sind das alles Ammenmärchen. Ich sehe hier gar keine Frauen. Das hast du richtig beobachtet. Das ist sozusagen ein Männerhof. Funktioniert ganz gut, denke ich. Okay. So, da hinten rechts war noch einer. Aber hier war halt auch ein Schatz. Das ist ja das Feld hinterm Bauernhof. Da. Ne, hier nicht. Es hieß ja irgendwas mit Treppe runter, ne? Hier geht's die Treppe. Okay, warte. In den Talkessel unterhalb der Treppe von den Feldern des Bauern vom Weidenplateau. Na, komm her. Jetzt ist nur die Frage. Ich mach dich fertig. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Du Lump! Bleib stehen, du Lump! Will ich aber nicht. Drecksack! Fisch. Der Überseehändler-Gilde Araxos. Das klingt auch wieder nach irgendeinem Story-Ding, was ich, also, ich kann vielleicht den Ring anziehen und Leute damit überzeugen. Ah, I guess. Und du hast das Book der Scavenger vermisst. Gern geschehen, Ikaros, gern geschehen.
Wie viel von... Ihr seid immer noch drei, kann das sein? Hallo? Schön einzeln. Ach, du blöder Sniper. Das ist ja mein oller Sniper. Degen der Banditen. Drei kleine Banditen ziehen in die weite Welt hinaus. Da kam ein... Was? Starker Ottermann vorbei und dann waren es nur noch zwei. Ja, das Problem ist, der eine, das ist ein Bogenscheißer. Nice. Bogen, Pfeil, Waldbeeren, Gold. Degen. Are you friend or foe? Thron. Dem Himmel sei Dank. Die Banditen sind erledigt. Du hast mein Leben gerettet. Wer bist du? Wer bist du? Mein Name ist Elfrich. Ich komme aus der Stadt. Meister Torben hat mir erzählt, dass du verschwunden bist. Ach, der? Diese miesen Kerle haben mich hierher verschleppt und mich hier gefangen gehalten. Was genau ist dir passiert? Ich war auf dem Weg zu dem Treffpunkt, den ich mit meinem Mädchen ausgemacht hatte. Ihr Name ist Lucia. Wir hatten den Plan, in die Berge zu verschwinden, weg von der Stadt und allen, die dort leben. Ich war gerade am Treffpunkt angekommen, als plötzlich einige dieser Banditen aus dem Dickicht kamen und uns beide gefangen nahmen. Ich habe mich natürlich gewehrt, aber es half nichts. Es waren einfach zu viele. Du hast sie nicht zufälligerweise gesehen? Habe ich Lucia schon gesehen? Nö, noch nicht, ne? Erzähl mir von Lucia. Ein Mädchen aus dem Hafenviertel. Sie hat für diesen Fiesling Bromor gearbeitet. Sie ist sehr hübsch. Ach, das ist die Dirne. Was wollten die Banditen von euch? Manchmal konnte ich sie nachts belauschen. Ich habe nicht alles verstanden, aber ich glaube, sie wollten uns versklaven. Wohin wollten sie euch bringen? An einen Ort hier irgendwo auf der Insel Korinnes. Aber ich denke, man kommt nicht ohne Schiff dorthin. Sie haben mich zu einer Anlegestelle an die Küste gebracht. Dort lagerten einige Piraten. Einer der Banditen ging voraus, um mit den Piraten zu verhandeln. Es gab ein heftiges Streitgespräch zwischen ihnen. Ich glaube, dass der Bandit mit mir zusammen von den Piraten übergesetzt werden wollte. Die Piraten sind aber nicht darauf eingegangen. Kurzerhand haben sich die Banditen hierher zurückgezogen und seitdem saßen wir hier herum. Sie schienen ziemlich ratlos zu sein. Und dann bist du gekommen. Jetzt sind sie noch leblos, nicht mehr ratlos. Wo ist diese Anlegestelle der Piraten? Sie ist nicht weit vom Hafen von Korinnes entfernt.
Wenn du auf der Kaimauer stehst und aufs Meer hinausschaust, musst du nur in ein Boot steigen und rechts die Küste entlang fahren. Da war ich schon. Die erste kleine Bucht, die du dort findest, das ist die Anlegestelle, die ich meine. Da war ich schon. Piraten in Korinnes? Ich weiß nicht sehr viel über sie. Bei der Anlegestelle habe ich das erste Mal überhaupt einen von ihnen gesehen. Sie halten sich immer im Hintergrund. Jeder von ihnen ist ein gesuchter Verbrecher in Korinnes. Sie haben Angst vor dem Galgen. Deswegen wirst du niemals einen von ihnen in der Stadt antreffen. Hast du eigentlich schon verstanden, wieso das Eton die Nacht des Raben heißt? Nö. Tatsächlich nicht. Bromor sagte, Lucia hätte eine goldene Schale mitgehen lassen. Tja, wenn Lucia wirklich Bromor bestohlen hat, dann werden die Banditen ihr das Ding abgenommen haben. Okay. Wo ist Lucia jetzt? Auf der großen Feldkreuzung vor Onas Hof haben sich unsere Wege getrennt. Die Banditen haben Lucia in den Wald hinter Sekops Hof verschleppt. Innos möge sie beschützen. In den Wald? Okay. Du solltest machen, dass du wieder in die Stadt kommst. Was denkst du, was ich mache? Ich gehe direkt zurück zu meinem Meister Torben. Wirst du nach den Banditen suchen? Tja, ich denke schon. Wenn du Lucia finden solltest, bring sie sicher in die Stadt, ja? Ich werde sehen, was ich tun kann. Eine Frau alleine beim Banditen. Ich weiß ja nicht. Ist sowas wie ein Wortspiel mit Deutsch und Englisch, wobei Wortspiel eigentlich nicht das richtige Wort ist. Wegen Night of the Raven trifft man Raven? Den haben wir noch nicht wieder getroffen, ne? Mann. Pff, 38 Gold. Dex hat doch erzählt, dass Raven dahinter steckt. Hinter den Entführungen. Stimmt. Oh Mann, ey. Gehstock. Aha. So, aber eigentlich waren wir hier, um ein X zu finden, ne? Ist dir schon der kleine Widerspruch zu Gothic 1 aufgefallen? Raven ist doch der, den wir getötet haben, oder? Das war doch der Chef von denen. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Ach, das ist die Wasserfallstelle. Ah, guck mal, einer. Easy. Hä? Aber ich glaube, das ging nur, weil das gemoddet war. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Echt? Das ist auch gut. Jetzt sagt er mir, dass die Tastatur fast leer ist. Eben hat das nicht getan. Nussi-Hühnchen. Chicken. Nichts zu holen. Chicken. So, da geht's wieder zum Großbauern. Aber wir müssen zum Wasserfall. Ich glaube, normalerweise kann man den nicht töten.
Aber ich habe nichts gemoddet. Ich habe nichts gemoddet, was das hätte auslösen können. Also ein optischer Skin aufs Spiel und Balancing-Mods machen doch nichts, dass du da plötzlich Leute töten kannst. Das macht doch keinen Sinn. War hier in der Ecke nicht der komische Saurier, den ich noch nicht töten kann? Ein Mist wie weniger. Tüdelü. Hallo Garn. Hier, 100 Goldmünzen für dein Wissen, Tiere auszunehmen. Danke. Jetzt kommen wir ins Geschäft. Ach, bitte nicht. Was kannst du mir beibringen? Kommt darauf an, was du... Ja. Ich hab's mir glatt gedacht. Ich gebe dem 100 Gold, aber ich muss es trotzdem alles einzeln kaufen. Kannst mich beim Arsch lecken. Oh je. Steck die Waffe weg. Das ist super. Der hat mich einfach knallhart ignoriert bei den Gegnern. So eine Rotzkacke hier. Garn ist auch nur ein Opfer des Metzgers. Welcher Metzger? Aber sagen wir mal so, wenn Matze der Endgegner wäre, das wäre klischeehaft auf jeden Fall nicht verkehrt. Steckt dein Schwert im Stein? Ne, sieht nur so aus. Ich will noch mal kurz die Quest-Info lesen dafür. So. Neben dem Eingang zum Pass bei den Wasserfällen. Okay. Ich denke ja mal auf der linken Seite, oder? Ne, auf der rechten Seite ist auch ein Eingang. Ach, stimmt, auf der rechten Seite ist der Eingang zum Minental. Wahrscheinlich meinen sie das. Oder? Nicht? Aber das ist vielleicht nicht der Pass, den die meinen. Was sagt ihr dazu, wenn ich... Und wenn ich auf eigenes Risiko gehe? Dann würdest du sterben. Deshalb stehen wir ja hier, damit du nicht auf solche dummen Gedanken kommst. Okay. Nö. Der Ring hilft nicht. So. Da ist ein Toter. Wahrscheinlich ist es auf der anderen Seite der Pass. Hier in der Mitte.
In der Mitte auf jeden Fall schon mal nicht. Ika, wir haben festgestellt, Eridos ignoriert mich immer. Es ist Twitch, welches meine Nachricht nicht durchlässt. Achso. Die sind ganz, 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 ganz kleines bisschen zu stark für mich. Metzger Multileveling Marketing, aka Ponzi-Schema, wegen dem ersten Mal Geld abgeben und dann für jede Sache einzeln. Ja, auf jeden Fall ansatzweise, ne? Wer, wie, wo, was? Ich bin noch ganz weit davon weg. Kann mir einer erklären, warum ich so müde bin? Weiß ich nicht. Kannst du mir erklären, warum ich so müde bin? Alter, die... Ein Mist viel weniger. Ein Mist viel weniger. Du hättest mir wenigstens die Erfahrung lassen können. Nein, hätte er natürlich nicht gekonnt. Steck die Waffe. Ein Mist viel weniger. Du bist so ein Drecksack, meine Fresse. Du warst arbeiten? Ich nicht, ich habe Urlaub. Naja, aber der Körper, vielleicht jetzt gerade, weil du frei hast, fällt er so ein bisschen in so ein Loch rein. Das könnte ja sein. Hm. Oh, da. Durch die Steine und dass das ganz, ganz dezent ist, sieht man echt nicht so gut. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Okay. Jetzt müssen wir wieder da hochrennen. Speichern. Ich habe Samstag auf Sonntag schon unverschämt viel geschlafen. Wenn ich das ausspreche, dreht Zürer was hoch? Echt? Hat Zürer da was dagegen, wenn du so viel schläfst? Genug geschlafen, dass die Stunde zweistellig wird. Okay. Schlafe ich selten tatsächlich. So viel. Zwölf Stunden. Das ist viel. Das ist sehr viel. Was hast du die restlichen 12 Stunden gemacht? Dann lohnt es aufstehen ja gar nicht mehr. Naja, weiß ich ja nicht, ob man das so sagen kann. Meine Fresse. Hier sind sehr viele Gegner, die werden jetzt erstmal alle weggefräst. Na, ich hab's geschafft, dank den
Anxiolytika-Tabletten über 28 Stunden zu schlafen. Ist man dann nicht komplett lost in space, wenn man aufwacht? Very good. Ich habe mich für ein Nickerchen um 19 Uhr hingelegt und aufgewacht bin ich so richtig um kurz vor 8 morgens. Das war ein sehr erholsames Nickerchen. Nicht schreien, herkommen. I'm running out of food und Drinks. Es ist unfassbar, ne? Ich krieg die nicht tot in vielen Fällen. Wenn die zu zweit oder dritt sind, ist vorbei. Ist man, aber das machen halt die Anti-Anxiety-Tabletten am Anfang. Und wenn die Dosis nicht stimmt oder halt dein Hormon- und Nervensystem sagt, nee, keine Lust, heute gibt's Nebenwirkungen mit den Tabletten und voilà, bist du sauermüde und schläfst locker den ganzen Tag. Eieiei. By the way, ich habe nächsten Samstag wieder ein Date. Ein Date. Aha. Also wir gehen essen. Sie, ihre Eltern und ich. Der Zuhörer, der ist schon mit ihr zusammen. Der weiß das einfach noch nicht. Der hat das Memo noch nicht erhalten. du und das ist